Soll der Staat oder soll er nicht? Nach Grünen-Chef Habeck schließt auch SPD-Vize Stegner die Enteignung großer Wohnungsunternehmen nicht mehr aus. Enteignungen sind sicher nicht vordringlichstes Mittel, um Grundrecht auf bezahlbares Wohnen durchzusetzen. Es bleibt aber Notwehrrecht, twittert er. SPD-Chefin Nahles hatte Enteignungen zuvor abgelehnt, genau wie FDP und AfD. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich klar dagegen ausgesprochen. Dem Münchner Merkur sagte der CSU-Chef, Enteignungen sind nun wirklich sozialistische Ideen und haben mit bürgerlicher Politik nichts zu tun. Der Streit über mögliche Enteignungen von Wohnungskonzernen sorgt weiter für heftige Debatten. Union, FDP und AfD sind dagegen. Zustimmung kommt aber von Teilen der SPD, von Linken und Grünen. Während Linken-Chefin Kipping der SPD Zögerlichkeit vorwirft, knöpft sich die CSU-Grünen-Chef Habeck vor. Reihenweise Unterschriften für ein Volksbegehren, das ein ungewöhnliches Ziel hat. Die Enteignung von Immobilienriesen wie Deutsche Wohnen, der über 100.000 Wohnungen in Berlin gehören. Unterstützung dafür von den Linken. Überall, wo Miethaie agieren nach dem Motto, der Profit ist alles und das Wohl der Mieterinnen und Mieter ist nichts, sollen sie Angst haben und wissen, im Zweifelsfall gibt es dann Rufe sozusagen nach Vergesellschaftung und Rufe wie Deutsche Wohnen oder Vonovia enteignen. Man sollte an dieser Stelle erwähnen, es war ein rot-roter Senat, der den Investoren tausende Wohnungen verkauft hatte, aus heutiger Sicht zu Spottpreisen. Sympathien für das Volksbegehren zeigt auch Grünen-Chef Robert Habeck. Als Ultima Ratio kann man auch darüber nachdenken oder muss erwogen werden, dass dann auch enteignet wird. Enteignet heißt nicht kleine Oma ihr Häuschen, der Oma ihr klein Häuschen, sondern tatsächlich große Immobilienkonzerne, die dann mit dem Immobilienbestand und mit den Mieten spekulieren. Und deshalb wird er von CSU-Generalsekretär Markus Blume scharf attackiert. Habeck könne mit seiner Enteignungsidee ja mal bei den Luxus-Penthouse-Wohnungen seiner grünen Anhänger am Prenzlauer Berg anfangen. Unverständnis auch bei der CDU. Ich kann auch nicht nachvollziehen, was Herrn Habeck dazu bewogen hat. Selbst die SPD ist ja in der Frage vorsichtiger als der Bundesvorsitzende der Grünen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier twittert, das Einzige, was Robert Habeck erfolgreich enteignen wird, sind Wählerstimmen der Grünen. Und während SPD-Chefin Andrea Nahles die Enteignungsidee ablehnt, twittert deren Stellvertreter Ralf Stegner, Enteignungen sind sicher nicht vordringlichstes Mittel, um Grundrecht auf bezahlbares Wohnen durchzusetzen. Es bleibt aber Notwehrrecht. Auch wenn der Berliner Senat gar nicht das Geld für groß angelegte Enteignungen hat, das geplante Volksbegehren bewirkt jetzt schon, dass Immobilieninvestoren künftig zumindest mehr mit ihren Mietern sprechen wollen. Immerhin, Christina Lewinsky vor der CDU-Parteizentrale. Und wir haben gehört, Union bzw. CDU ist da gar nicht eins mit den Grünen. Aber Fakt ist, das, was bisher probiert wurde, hat ja auch nicht wirklich gegriffen, die Mieten in den Griff zu bekommen. Also irgendein anderes Konzept, irgendein neues Konzept muss ja her. Ja, zumindest sorgt diese Diskussion, die Robert Habeck jetzt losgestoßen hat, zumindest trifft die einen Nerv, das muss man ganz klar sagen. Alle Parteien sind tatsächlich dabei, sich hier zu äußern, wenngleich man sagen muss, Ultima Ratio, wir haben es gerade gehört, Robert Habeck sagt, das ist das letzte Mittel. Er sagt ja auch, es gäbe erst noch andere Mittel, die man einsetzen müsste, nämlich zum Beispiel, dass der Bund Grundstücke auch für sozialen Wohnungsbau hergibt oder dass Gesetze geändert werden, damit eben Grundstücksspekulation beendet werden kann. Und dann gibt es ja auch den Wohnungsbauverein, der sagt, dass man mit dem Geld, das mit Enteignungen genutzt werden müsste für die Entschädigungszahlen, dass man mit diesem Geld sicherlich sehr viel sinnvoller umgehen könnte. Also es gibt verschiedenste Konzepte, die jetzt hier gebracht werden, verschiedene Argumente. Wenngleich man sagen muss, es bleibt nicht nur ganz auf der sachlichen Ebene, es wird auch sehr emotional diskutiert. CSU-Generalsekretär Markus Blume hat ja den Grünen vorgeworfen, dann sollte man doch bitte beginnen mit den Luxus-Penthouse-Wohnungen im Prenzlauer Berg. Und darauf hat heute früh Michael Kellner von den Grünen reagiert und da hören wir mal rein. Ich glaube, Markus Blume sollte mal in die bayerische Verfassung schauen. Da steht dieses Instrument auch drin. Er kann auch gerne durch den Prenzlauer Berg laufen. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Aber jetzt mal ernsthaft, wir haben ein riesiges Problem mit steigenden Mieten. Es treibt die Leute wahnsinnig um und wir brauchen Möglichkeiten, dass beispielsweise über Mietobergrenzen wir eben diese Ansteigen von Kosten ja, auf den Rücken von vielen, vielen Menschen einfach verhindern und dass wir vor allen Dingen auch schauen, wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum in den urbanen Zentren. Und das ist ja übrigens in München genauso ein großes Problem wie in Berlin. Das heißt, statt dummer Sprüche wäre es wahrscheinlich besser, wenn die Bundesregierung mal handeln würde.
Soweit Michael Kellner von den Grünen. Ja, und eins ist klar, die auch nachgebesserte Mietpreisbremse funktioniert noch nicht so und greift noch nicht so, wie sie soll. Deswegen braucht man möglicherweise neue Konzepte. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat beim Reingehen hier bei der CDU-Zentrale gesagt, wenn wir mehr bauen, dann würden die Mieten auch wieder sinken. Und gleichzeitig möchte man wohl an die Genehmigungsverfahren ran. Also sprich die vielen Hürden, der viele bürokratische Aufwand, den man eben betreiben muss, um zu bauen. Das möchte man schneller machen, das möchte man zügiger voranbringen, damit eben auch Investoren angelockt werden, mehr zu bauen. Christina, recht vielen Dank für die CDU-Zentrale. Im Studio begrüße ich recht herzlich Marco Buschmann von der FDP, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion. Was halten Sie davon? Enteignung ist der völlig falsche Weg. Schafft keine einzige Wohnung. Der Steuerzahler muss dann halt nur Entschädigungszahlungen leisten. Das fehlt dann beim sozialen Wohnungsbau. Und außerdem wissen wir, wenn wir die Wohnungsnot beseitigen wollen, dann brauchen wir Investitionen im dreistelligen Milliardenbereich. Das muss der Privatsektor erbringen. Aber das ist ja ein Problem, das hätte man kommen sehen müssen in der Politik. Oder man hat es sogar kommen sehen und steht jetzt quasi vor einem System beziehungsweise einer Situation, wo Menschen auf die Straße gehen, eben deshalb, weil sie die Mieten nicht mehr bezahlen können. Ich finde es richtig, dass die Leute sich auch mal Luft machen, aber Mieten sind der Preis für Wohnraum, die steigen, wenn das Angebot knapp ist und die Nachfrage hoch. Und deshalb müssen wir auf beiden Seiten schauen, was wir da tun können. Erstens, wir müssen das Angebot erhöhen, wir müssen mehr Bauland ausweisen, wir müssen Bauen auch günstiger machen. In den Niederlanden ist sowohl sozialer Wohnungsbau wie auch regulärer Wohnungsbau wesentlich günstiger, obwohl auch dort gedämmt wird und ökologische Standards eingehalten werden. Da können wir noch viel lernen. Und auf der anderen Seite müssen wir uns die Frage stellen, woher kommt denn dieser starke Zuzug in die urbanen Zentren? Und dann muss es erlaubt sein, auch die Frage zu stellen, in einer Zeit der Digitalisierung, wo man auch Homeoffice machen könnte, wo viele Menschen auch gerne auf dem Land leben würden, was kann man tun, um diesen Lebenstraum auf dem Land zu erfüllen mit besseren Straßen, mit besseren Internetverbindungen und auch mit einer guten ärztlichen Versorgung? Und vor allen Dingen nicht, indem man die Leute wuschig macht, dass man ihnen sagt, mit dem Diesel kannst du zum Einkaufen dann aber nicht in die Stadt fahren. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen können, dass Mieten günstiger werden. Letztendlich, wenn man noch mal auf die Forderungen raufschaut, dann ist es ja so, auch Herr Habeck hat das ja gesagt, es wäre die letzte Karte, die man ziehen könnte. Und da spricht er nicht unbedingt von den Wohnungseigentümern, sondern er sagt, wenn zum Beispiel Bauland da ist, was eben brach liegt, was eben nicht bebaut wird und ich zwei, dreimal sage, so, bau mir jetzt dort Wohnungen hin. Es soll ja auch nicht zu deinem Nachteil sein, dass dann eben diese Karte gezogen wird, wenn eben dieser Widerspruch darin besteht, dass ich einerseits Flächen habe, andererseits die aber brach liegen. Ja, einerseits, die Kommune soll dann eben an Investoren verkaufen, die auch bauen wollen. Das kriege ich hin. Zweitens, Enteignung ist ja keine Lösung. Wenn der Staat selber anfängt zu bauen, dann sehen wir hier in Berlin beim BER, dass das nicht unbedingt ein Erfolgsprojekt ist. Also es ist so eine Scheinlösung. Und wir sollten hier nicht mit Scheinlösungen arbeiten, sondern wir sollten hier Investitionen in Wohnraum leichter machen. Wir sollten die Hürden senken, wir sollten es leichter machen. Und wir dürfen nicht die vielen, vielen Menschen verunsichern, die ein, zwei Wohnungen betreiben, wo es keine Probleme gibt, die sich nämlich die Frage stellen, erst fangen sie bei den Großen an und dann nehmen sie es den Kleinen weg. Und das führt nicht dazu, dass in mehr Wohnraum investiert wird, sondern es verschreckt Leute. Marco Buschmann von der FDP, danke für das Gespräch, Herr Buschmann. Danke. Hier bei Welt. Hallo und herzlich willkommen. Die Sardine ist ein Wal, der alle Phasen des sozialistischen Aufbaus durchlaufen hat. So lautet ein portugiesisches Sprichwort. Ein Hauch von Sozialismus weht momentan auch über den deutschen Immobilienmarkt. Seit mehrere 10.000 Menschen am Wochenende bundesweit auf die Straßen gegangen sind, um gegen die Mietpreisexplosion zu demonstrieren. Dabei fiel auch das Wort Enteignung immer wieder. Erst bei den Linken, dann auch bei den Grünen. Notwehr oder blanker Sozialismus, die Diskussion wird härter. Demonstranten sammeln Unterschriften für ein Volksbegehren. Immobilienriesen sollen enteignet werden. Unterstützung kommt von den Linken und, etwas vorsichtiger, von den Grünen. Überall, wo Miethaie agieren nach dem Motto, der Profit ist alles und das Wohl der Mieterinnen und Mieter ist nichts, sollen sie Angst haben und wissen, im Zweifelsfall gibt es dann Rufe nach Vergesellschaftung und Rufe wie Deutsche Wohnen oder Vonovia enteignen. Als Ultima Ratio kann man auch darüber nachdenken oder muss erwogen werden, dass dann auch enteignet wird. Enteignet heißt nicht kleine Oma ihr Häuschen. Der Oma ihr kleines Häuschen, sondern tatsächlich große Immobilienkonzerne, die dann mit dem Immobilienbestand und mit den Mieten spekulieren. Nicht zu vergessen, in Berlin war es ein rot-roter Senat, der den Investoren tausende Wohnungen verkauft hatte, aus heutiger Sicht zu Spottpreisen. Die Union spielt den Ball zurück.
Jetzt zeigen die Grünen eigentlich ihr wahres Gesicht. Sie präsentieren sich als Partei der bürgerlichen Mitte, aber jetzt wollen sie enteignen. Also ursozialistische Gedanken, die zum einen natürlich den Grundwert des Eigentums kaputt machen, zum zweiten den Staat finanziell überfordern. Er müsste entschädigen. SPD-Chefin Andrea Nahles lehnt die Enteignungsidee ab. Ihr Vize Ralf Stegner zeigt sich schon deutlich offener. Unklar vor allem, wie realistisch ein solches Verfahren sein kann. Der Berliner Senat hat schlicht kein Geld für Entschädigungen. Es fehlt eine komplette Neuausrichtung der Wohnungspolitik. Immerhin, der Druck wird größer. Christina Lewinsky ist vor der CDU-Parteizentrale dem Konrad-Adenauer-Haus zugeschaltet. Christina, das Präsidium hat getagt. Wie will die Union denn mit dem Thema Enteignung und dann den steigenden Mieten umgehen? Alexander, das Präsidium hat getagt und Paul Ziemiak, der CDU-Generalsekretär, hat danach nochmal klargemacht, was die Union von diesem Vorschlag von Robert Habeck hält, nämlich gar nichts. Enteignungen, davon halte man überhaupt nichts und vor allem hat man sich ja ziemlich auf die Grünen auch eingeschossen. Lange Zeit habe Robert Habeck sein schönes Gesicht gezeigt, jetzt müsste er sich das erste Mal positionieren und man würde sehen, welcher Geist des Kindes er sei. Das war zumindest das, was Paul Ziemiak nach dieser Präsidiumssitzung gesagt hat. Und insgesamt fragt man sich, warum die Grünen jetzt tatsächlich auch vor der Europawahl dieses Konzept vorstellen, beziehungsweise dass Robert Habeck sagt, als Ultima Ratio müsste man zu diesem Mittel greifen. Denn er hat ja auch gesagt, eigentlich gäbe es noch möglicherweise andere Dinge, die man vortun kann. Zum Beispiel, dass Bundesgrundstücke genutzt werden, um sozialen Wohnungsbau voranzutreiben. Aber trotzdem, das Kopfschütteln über die Grünen hier bei der CDU-Zentrale ist groß. Und so hat es vorhin auch Armin Laschet, der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, geäußert. Und da wollen wir mal reinhören. Also wir müssen dringend etwas auf dem Wohnungsmarkt tun. Wir brauchen mehr Wohnungen. Damit wird auch der Preis auf den Wohnmärkten sinken. Aber in einer solchen Situation, wie die Grünen es jetzt machen, Enteignungen vorzuschlagen, das verunsichert jeden, der jetzt sein Geld in neue Wohnungen stecken will. Und deshalb kann man die Grünen nur bitten, dringend diese Diskussion zu beenden. Es macht es eher noch schwieriger, als einfacher bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Für die CDU heißt das Stichwort mehr bauen. Wenn mehr Wohnraum geschaffen würde, dann würden die Mieten auch sinken. Das ist die Formel. Und man spricht hier immer wieder davon, das Beispiel Tempelhofer Feld in Berlin, wo ja viele dagegen demonstriert haben, dass dort tausende Wohnungen gebaut werden. Da würde man nicht nachvollziehen können, dass die Grünen einerseits dort mitdemonstrieren, dann aber dann tatsächlich Enteignungen fordern. Also das ist die große Frage. Und die Bundesregierung hat sich ja selbst zum Ziel gesetzt, 350.000 bis 400.000 Wohnungen zu bauen im Jahr. Letztes Jahr lag die Zahl bei über 300.000. Also da wird schon klar, man liegt noch ordentlich unter dem selbst gesteckten Ziel. Christina Lewinsky, vielen Dank für die Einordnung vom Konrad-Adenauer-Haus. Bei mir im Studio ist jetzt Ralf Stegner, stellvertretender SPD-Vorsitzender. Schön, dass Sie hier sind. Wir wollen das Thema noch ein bisschen vertiefen. Herr Söder von der CSU, der spricht von sozialistischen Plänen. Auch die FDP spricht von Plänen, wie es sie mal in der FDP, in der DDR, pardon, gegeben hat. Was halten Sie denn jetzt von dieser ganzen Enteignungsdebatte? Also nächstes Mal muss man sagen, bezahlbares Wohnen fördert man, indem man Wohnungen baut, indem man Mieterrechte stärkt, Mietenstopp, Mietpreisbremse, Genossenschaftswohnungen bauen, auch Bodenwerte anders besteuern. Das sind die ersten Mittel. Und dann gibt es so eine Art Notwehrrecht in Extremfällen, dass Leute enteignet werden können, wenn der Markt krass versagt oder wenn es Missbrauch von Wohneigentum gibt, wenn spekuliert wird damit. Das ist aber sehr langwierig und es wird ja auch immer entschädigt nur also gegen Geld, sozusagen kostet viel Geld. Das heißt, es ist nur das letzte Mittel. Das gibt es im Grundgesetz übrigens. Und Herr Habeck mit seinem Vorschlag wäre natürlich ein bisschen glaubwürdiger, wenn die Grünen in Schleswig-Holstein nicht gegen die Mietpreisbremse wären. Das haben die dort in der Koalition nämlich abgeschafft oder wollen sie es abschaffen. Daran kann man schon sehen, das ist, glaube ich, eine Debatte, die vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss. Aber man muss was tun für bezahlbares Wohnen. Das ist ein Grundrecht. Der Markt allein regelt es nicht. Der Staat muss da eingreifen. Aber innerparteilich bei Ihnen scheint es ja doch dann keine klare Linie zu geben. Sie sagen jetzt ja zumindest Notwehrrecht. Parteichefin Nahles hat es aber eigentlich abgelehnt. Nein, sie hat nur gesagt, dass das nicht das vordringliche Mittel natürlich ist, aber steht im Grundgesetz. Das wollen wir auch nicht ändern. Kommt ja auch gelegentlich immer mal vor. Es dauert nur sehr, sehr lange und kostet Autobahnbau Geld. Autobahnbau hauptsächlich. Ja, gibt es aber auch im Wohnungsbau, aber es kostet eben sehr viel Geld und dauert sehr lange. Deswegen ist es kein vordringliches Mittel. Es ist ein Mittel, womit der Staat sich wehren kann am Ende. Aber wichtig ist, dass er Mieterrechte stärken. Darüber sollten wir mal diskutieren mit der Union. Mietenstopp
Stopp fordern wir überall, weil der Markt kann es nicht regeln. Auch die FDP, die immer sagt, der Markt regelt das. Der Markt regelt, dass genug Luxuswohnungen gebaut werden. Aber bezahlbares Wohnen findet eben nicht statt. Gerade in den großen Metropolen nicht, aber teilweise auch auf dem Land. Oder Genossenschaftswohnungsbau fördern. Oder endlich mal, Hans-Jochen Vogel hat das vorgeschlagen, die Bodenwerte vernünftig besteuern. Sie werden heute Millionär, wenn Sie als Landwirt ein Grundstück verkaufen, auf dem morgen gebaut wird, ohne eigenes Zutun. Das kann nicht richtig sein. Das müssen wir anders handeln. Schauen wir mal ein bisschen zurück, hier gerade in Berlin. Die SPD ist ja seit Walter Momper im Berliner Senat eben immer mit an der Regierung gewesen. Und wenn man da schaut, die großen Wohnungsbaukonzerne, die sind in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren veräußert worden, zuletzt unter einem Finanzsenator Thilo Sarrazin. Was haben Sie denn da falsch gemacht als SPD, damit es überhaupt erstmal so weit gekommen ist? Ich glaube, es haben tatsächlich viele Fehler gemacht, die in Zeiten knapper Kassen der Meinung waren, wir verscherbeln unser Tafelsilber und privatisieren, liberalisieren, entbürokratisieren waren ja die großen Stichworte. Die waren, glaube ich, falsch. Wir reden über Daseinsfürsorge, wir reden über Aufträge, die der Staat hat. Bürger müssen von ihren normalen Gehältern ihre Mieten bezahlen können. Da sind viele Fehler gemacht und nicht nur von der SPD, aber auch, muss man einräumen, das muss man korrigieren. Politiker, die keine Fehler machen, gibt es nicht. Aber dass man was lernen kann aus den Fehlern, dass es eben nicht privatisiert werden sollte, nicht verscherbelt werden sollte, sondern dass es öffentliches Wohneigentum geben muss, dass wir auch Genossenschaften stärken. Die müssen auch schwarze Zahlen schreiben, aber nicht Riesenprofite. Denn darum darf es nicht gehen, dass man Riesenprofite macht, was ja passiert mit dem Thema Wohneigentum. Die Leute machen sich die Not der Mieter zum Geschäft. Und das, finde ich, ist ein falscher Ansatz. Sondern im Grundgesetz steht nicht, jeder ist sich selbst der Nächste, sondern im Grundgesetz steht Eigentum verpflichtet. Und daran, finde ich, muss man sich halten. Aber wenn man jetzt neu bauen wollte, sozial bauen, das kostet natürlich auch erstmal was. Und dann brauchen Sie auch die Grundstücke. Aber in Ballungsgebieten sind ja gerade die Mangelware. Also zum einen, glaube ich, müssen wir auch was dagegen tun, dass alles in die Städte geht. Wir müssen auch was im ländlichen Raum tun. Zum Zweiten kann der Bund was tun, indem er bundeseigene Grundstücke vernünftig abgibt. Der Bundesfinanzminister hat da neue Anstrengungen übernommen mit der Anstalt, die das dort zu machen hat. Das sind schon notwendige Dinge, die geschehen müssen. Und dann muss der Widerstand auch aufhören, wenn irgendwo gebaut werden soll, dass man das blockiert. Und wenn man schon baut in Städten, dann muss es ein vernünftiger Mix sein, dass eben nicht nur für die reichen Leute gebaut wird, sondern dass eben entsprechend genug Geschosswohnungsbau stattfindet, bezahlbares Wohnen stattfindet. Aber dafür gibt's auch keine... privaten Markt ist natürlich gerade das schwierig, denn da ist natürlich die Eigentumswohnung viel lukrativer als die Wohnung, die nachher nur 6 oder 8 Euro ja, sozial gefördert bringt. Aber der Boden ist eben nicht beliebig vermehrbar und wir sind in der sozialen Marktwirtschaft. Und wenn man sagt, ich will möglichst viel Profite machen, das ist das Einzige, was mich treibt, dann ist das nicht sozial, sondern unsozial. Und da muss der Staat eben auch eingreifen. Deswegen reden wir über den ganzen Instrumentenkasten. Könnte es ja da auch vielleicht dann förderlich sein, dass man halt Baugenehmigungen künftig nur noch dann vergibt an private Investoren, wenn auch sozial gefördert mitgebaut wird? Das würde ich richtig finden. Immer wenn in Gemeindevertretungen über solche Sachen abgestimmt wird, ist die SPD dafür, die CDU und die FDP sind dagegen und die Grünen wissen nicht so richtig. Also wer für bezahlbares Wohnen ist, muss sich an die SPD halten. Generalsekretär Lars Klingbeil von der SPD sagt in den Ballungsräumen, da sollte man die Mieten für 5 Jahre einfrieren lassen. Das würde dem natürlich jetzt auch erstmal zuträglich sein, dass die Mieten nicht weiter steigen. Hört sich aber eher an wie eine Atempause als eine langfristige Lösung. Aber immerhin würde das ja vielen Menschen aus ihrer Not heraus helfen. Und ich sage nochmal, im Grundgesetz steht Eigentum verpflichtet. Und daran kann man sich orientieren, wenn man solche Regelungen vorschlägt. Die Marktradikalen, die Konservativen sind immer gegen sowas. Die sagen, der Markt regelt doch alles, lass doch die Leute machen, was sie wollen. Aber so ist nicht soziale Marktwirtschaft, jedenfalls nicht nach unserem Verständnis. Bezahlbares Wohnen ist ein Grundrecht, das muss realisiert werden, da muss der Staat eine aktive Rolle spielen. Der Markt allein kann es nicht regeln. Sagt der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Dankeschön.